Ich habe mich selber in ein Face of Europe verwandelt, extra für dich. 2 Monate Investition in mein Bad und ich trage das erste Mal die Obwalter Tracht. Ich habe nämlich eine Mutter und jetzt möchte ich kurz vorstellen, wer hier alles wichtig ist. Meine Mutter Esther Wolf, mein Vater Hermann Stern auch. Dann mein Sohn, der Hermann und der Thomas ist hier drin. Ich finde auch wichtig Oliver Schaller, wo bist du? Olli, genau, du bist mein Vermieter und guter Freund mit Isabel Stirnimann. Wo ist Isabel? Da. Ja, genau, dort. Ja, ich finde, oder dann haben wir Gregory und Nicola. Genau, und ja, meine Frau, Candice, wo bist du? Genau, dahinter. Ja, möchte euch alle ganz herzlich begrüßen, natürlich auch alle Gäste von Oliver, von Masen und von mir. Heute geht es um dich, Martin. Es geht um dich. Ich kann mich genau erinnern, als ich das erste Mal deine Bilder von Face of Europe gesehen habe und ich habe dann das angeschaut und gedacht, will ich das wirklich ausstellen? Will ich das wirklich ansehen? Und weil wir so gut befreundet sind und weil ich wirklich Freude habe, kommst, habe ich gefunden, wir probieren jetzt einfach mal ein paar Bilder aus. Und du bist hier ins Büro gekommen und hast mir von deinen 1200 Bildern, die du gemacht hast, hast du mir etwa 50 oder 80 oder so gezeigt. Und dann bin ich ein Bild nach dem anderen durchgegangen. Das ging etwa 2 Stunden und plötzlich hat sich das gekehrt. Das waren plötzlich nicht mehr die Menschen, die ich alle etwas komisch fand. Das waren plötzlich alles wie Bekannte, wie Freunde. Plötzlich hat mir diese Kunst mir ans Herzen gewachsen. Und ich habe gedacht, das ist perfekt für mein Büro. Warum ist das perfekt? Oliver verkauft online Stempel und Poster. Ich verkaufe auch mehr oder weniger online Finanzresearch. Und schlussendlich sind es die Leute, die wir hier sehen, die Dinge von uns kaufen. Und ich finde es gar nicht so schlecht, wenn ich hier sitze und dann ab und zu weiß, wer sind eigentlich unsere Kunden, dass wir auch nicht etwas machen, das diese Kunden dann verärgern sollten. Nun, warum überhaupt Kunst? Ich habe mir ein bisschen einen schwierigen Namen gemacht, dass ich hier vor einem Jahr eingezogen bin, weil ich sofort die ganzen Dinge heruntergenommen habe, die mir nicht gefallen haben. Und ich drücke es jetzt mal so aus und angefangen habe, Kunst aufzustellen. Für mich ist Kunst aber extrem wichtig, weil sie macht etwas mit uns. Ich weiß noch ganz genau, was ich mit Hermann, er war etwa 5 Jahre alt, und ein Bub, der sehr viel Bewegung brauchte, in ein Museum gegangen bin. Ich glaube, das war in Bern, in diesem Museum mit dem gewellten Dach. Und der wurde plötzlich ruhig. Und ich habe dann mich beobachtet und gemerkt, also wenn ich da in Kunst bin, dann werde ich wirklich ruhig und zufrieden. Ich finde es total wichtig, das ist zwar nicht das, was ich von meinen Mitarbeitern will, oder? Ich will da mehr Action. Aber ich glaube, Kunst hat einen guten Einfluss auf uns. Und ich möchte zuerst mal die Kunst einfach wirken lassen. Lassen wir das mal laufen und dann sprechen wir darüber. Versucht mal hereinzufühlen, was das mit euch macht. Martin, so viele Gesichter. Wie hast du die Leute alle gefunden? Das sind wir, oder? Wir auf der Straße. Wenn man durch Europa geht, dann findet man diese Leute. Aber man kann nicht einfach durch Europa gehen und 1200 Leute finden die alle so speziell aus. Wie hast du das gemacht? Also es gibt grundsätzlich für mich gab es so wie 2 Möglichkeiten, die Leute zu finden. Entweder habe ich jemanden wirklich gesehen
Und dann haben wir unser Studio innerhalb von wenigen Momenten aufgebaut und die porträtiert. Oder aber wir haben uns überlegt, wo könnten wir die Leute finden. Jetzt zum Beispiel oder in Danzig, oder? Werft und so weiter, die ganze Geschichte und so weiter, haben wir natürlich vor dem Werftaufgang nach der Arbeit das Studio aufgebaut und dann versucht zu überlegen, also welche Arbeiter kommen aus welchem Ausgang raus und so weiter, und die dann dort porträtiert. Das ist die zweite Vorgehensweise. Und wenn du so einen Mensch anschaust, ich meine, gibt es da nur Gefühl? Also ich glaube, du machst sicher viel mit deinem Gefühl, aber gibt es da auch ein Raster, etwas, was du abcheckst? Ja, im Vorfeld überlegt man unglaublich viel. Unglaublich viel. Man macht sich wahnsinnig viel Gedanken auf so ein bisschen, in welcher Region, in welchem Land möchte man was wie zeigen. Aber am Ende des Tages sieht man ein Gesicht, sieht man eine Person und dann funktioniert das für mich oder funktioniert nicht. Und das ist sehr, sehr speziell. Es gab Momente, wo wir, ich mag mich erinnern, irgendwo in Kroatien mal waren und so weiter, und dann haben wir uns aufgebaut. Ich habe einfach niemanden gefunden. Oder ich mag mich erinnern, ich war mit einem von meinen Studenten, ich bin ja nie allein unterwegs, waren wir an der Côte d'Azur in Saint-Tropez, Ramatuel und so, in all den tollen Clubs, und ich habe so ein Bild gehabt, das ich zeigen wollte von dieser schönen Story. Ich wollte so ein bisschen dieses Gefühl vermitteln. Wir haben nichts gefunden. Und dann irgendwie, wir waren frustriert nach 4 Tagen, wirklich total erschöpft, jeden Morgen, von morgen früh bis abends spät, 15, 20 Stunden gearbeitet, jeden Tag nichts gefunden. Haben wir ein Sandwich gekauft, weil ich gesagt, jetzt gehen wir weiter, oder? Und dann habe ich den Julien, den Assistent, der ist auch irgendwo hier drin, angeguckt, er hat mich angeguckt und es war klar. 60 Sekunden später, es war schon am Eindunkeln, hat das Studio gestanden, ich habe fotografiert. Und das war einfach klar, weil das war das Gesicht und das ist eines, für mich eines der schönen Bilder, das mir gut gefällt. So. Welches ist das? Das sieht man nachher dann, wenn die Leinwand weg ist, sieht man das unten, unten dran. Das ist dieser Typ da in Saint-Tropez, den ich fotografiert habe. Okay. Ja. Du bist auf den Weg gekommen, das Projekt zu starten? Also ich bin auch Europäer, Europa ist interessant, ich bin viel rumgereist und so weiter. Und dann gab es so nach Lehman Brothers 07 gab es so auch Probleme in Europa und so. Und man hat gemerkt, dass das alles so ein bisschen wackelt und so. Und ich habe mir dann oft selber die Frage gestellt, was bedeutet Europa überhaupt für mich? Was ist Europa? Und vielleicht auch mit der EU, oder? Weil letztlich sind das Menschen, die in diesem Europa leben, oder? Und da guckt man eine Karte an und dann merkt man plötzlich, hei, 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 wir in der Schweiz haben das Gefühl, das ist ein bisschen Frankreich und Deutschland und auch Spanien, und dann merkt man, oh, Griechenland gehört vielleicht auch noch dazu, aber wenn man die Karte genau anschaut, dann merkt man, dort beginnt es erst. Der große Teil des geografischen Europas liegt hinter Griechenland, bis zum Ural, oder? Und dann habe ich gesagt, das will ich sehen. Das möchte ich sehen. Ich möchte sehen, wer ist Europa? Also nicht im geografischen Sinne, sondern im kulturellen Sinne. Was sind das für Leute? Wie groß muss man sich das Projekt vorstellen? Also kannst du ein paar Zahlen nennen? Wie lange bist du dran? Ja, also wir haben zuerst, ich kann mich erinnern, ich habe 2011, 2012 war das für mich so ein bisschen klar, dass ich Europa fotografieren möchte. Dann haben wir zweieinhalb Jahre rumgetestet. Ich habe zuerst eher einen reportagigen Stil mit der Leica und so angeschaut. Ich habe auch, wir haben in Griechenland, wir haben in wo war das, in Irland fotografiert, wir haben in Holland fotografiert, bei der Krönung da irgendwie, und ich habe so versucht, Bilder zu machen, und das war nichts. Also es gab schon schöne Einzelbilder, aber ich sah irgendwie keine Linie in den Bildern, und es hat mich überhaupt nicht befriedigt. Und da gab es einen Moment, einen ganz, ganz konkreten Moment, es war ein Dinner, wie auch immer, und dann irgendwie morgens, ich war sehr wohl, und dann aber unruhig auch und so, und dann bin ich morgens um 4 aufgestanden und habe ich gewusst, so mache ich es. So mache ich es und so will ich es fotografieren. Und dann habe ich einen guten Freund von mir, dem Jürg Klotz, das ist mein Mentor in diesem Projekt, angerufen und gesagt, Jürg, hilfst du mir? Weil der versteht mehr von Bildern als ich bin nur der Fotograf, aber er versteht was von Bildern. Und der hat dann das begleitet und dann haben wir das umgesetzt. Okay. Ja. Und wie viel Zeit hast du da investiert? Das waren jetzt diese 2,5 Jahre vorher, oder? Und dann kamen die 4 Jahre nachher. Also von Sachen. Hast du nicht fulltime daran gearbeitet? Also nein, nein, natürlich. Ich muss ja auch Geld verdienen und so. Wie wir alle, oder? Und ich habe dann, glaube ich, irgendwie 14 haben wir eine Testrunde gemacht. Und dann
haben wir so eine erste, das war glaube ich die Nordostroute, also sind wir in Richtung Nordosten gefahren, via St. Petersburg, nicht ganz im Osten, Richtung St. Petersburg, Nordkap und so, haben da die ersten 20.000, 30.000 Kilometer gemacht, dort so die ersten vielleicht 50 bis 100 Leute porträtiert. Wir waren in 250 Regionen in Europa, 250 Regionen, 48 Länder. Es sind 1247 Porträts. Das ist eine ziemliche Geschichte. Wahnsinn. Das ist ein Wahnsinn. Jedes Porträt ist ein halber Tag Arbeit. Nein, das Porträt, es ist sehr, sehr viel Vorbereitung. Aber das Porträt selber, das ist so der Moment, ja, wo ich jemanden kennenlerne. Das ist eine Das ist ein Tag Arbeit. 600 Tage Arbeit, die uns tun. Hat das deine Sicht auf Europa verändert? Auf jeden Fall, klar. Ja. Ja, also Europa hat für mich einfach im Zentrum Europas stattgefunden. Also Zentrum und nachher Richtung Südwesten. So. Ja, genau. Und das Europa irgendwie nach Polen und Ungarn war für mich nicht wirklich existent. Aber das ist total falsch. Ich meine, wenn du nach Russland gehst, nach Perm zum Beispiel, das ist die Stadt am Ural, das sind Europäer, wenn du mit den Leuten redest. Das ist eine sehr hochentwickelte Stadt und so, die haben einen sehr guten Lebensstandard und so weiter. Das sind Europäer. Wir kennen sie einfach nicht, wir wissen es nicht. Das hat mich erstaunt, wie. Ich reise ab und zu rum, oder? Aber also die ist schlecht, dass ich Europa kenne. Schlecht ist eigentlich kennen. Ja. Okay. Wie geht es jetzt weiter? Ja, das ist. Ich bin halt ein Fotograf und ich bin nicht ein Marketingmensch oder sonst was. Das heißt, es ist nicht toll, heute hier zu sein. Ich fotografiere lieber, als dass ich irgendwie das mache, was ich jetzt gleich tue. Okay. Ich werde weiter fotografieren, aber ich hoffe schon, dass wir das Projekt auch ein bisschen vorantreiben können, also im Sinne der Verwertung und nicht nur im Sinne vom Weiterfotografieren. Ich könnte ein Leben lang weiterfotografieren an dem Projekt, weil das ist so spannend, so interessant, all diesen Leuten zu begegnen und in jedem Ort, wo man ist, stellt man sich ja die Frage, was will ich zeigen, was ist die Geschichte, also im geschichtlichen Sinne, aber auch so ein bisschen im biografischen Sinne, also der einzelnen Person, die man sieht. Und dokumentierst das? Also wenn ja, wir haben bundesorderweise voll Journals, voll einfach alles drum und dran. Ja, ja, und dann, also wenn man ein Bild kauft, hat man dann auch die Geschichte dazu? Wie machst du das? Die kannst du kaufen. Separat. Nein, es gibt eine Geschichte dazu. Vieles weiß ich im Kopf, aber nicht alles. Ja, genau. Du hast jeden Bild, hast du mir etwas erzählt. Ja, bitte? Zu jedem Bild hast du mir etwas erzählt, oder als ich dann ausgewählt habe? Praktisch zu jedem Bild eine Geschichte. Manchmal gibt es sehr, sehr große Geschichten, aber mehr im Sinne, weil mich das bewegt hat oder interessiert hat, fasziniert hat. Manchmal gibt es ganz kleine Geschichten, die eigentlich auch sehr, sehr spannend sind. Manchmal geht es sehr, sehr, sehr schnell, oder? Das ist alles. Und das muss man machen, wenn man die Bild abkaufen will? Beste Frage. Was man machen muss? Ja. Ja, also man kann mich anrufen oder man kann mich fragen. Okay. Ich habe auch so ein Portfolio, oder? Also zum Beispiel von Face of Europe, wo man Bilder drin sieht. Nicht alle 1247, aber einfach, es hat dort nicht 50 Bilder drin und so, da kann man eins auswählen und kaufen. Generell, wir haben das mal angedacht. Machst du es immer so, wie wir es jetzt hier zeigen, oder bist du da flexibel? Nein, ich bin flexibel, aber es gibt grundsätzlich, wir haben das lange überlegt, es gibt so drei Standardgrößen, die ich gut finde. Und so eine kleinere Größe, wo man vielleicht auch eine Serie hinhängen kann, oder zum Beispiel auch, wie wir das für dich angedacht haben, wo man so eine Box machen kann, wo man plötzlich viele Bilder hat. Das finde ich wahnsinnig spannend, das habe ich ja noch nie so gemacht. Das ist unglaublich toll und faszinierend. Man kann sie dann zum Beispiel auch umhängen, wenn man so Klemmerli dran hat, oder kann man dann plötzlich die Bilder auswechseln, wenn man keine Lust mehr hat oder Lust auf was Neues hat. Da gibt es so eine mittlere Größe, das ist ungefähr das, was du da vorne hast. Ich habe zu Hause ein großes, ich finde das unglaublich toll. Ich habe es nur so aufgeklebt auf ein bestehendes, teures Bild, das ich mal gekauft habe, das mir sehr gut gefällt. Ich habe es vor 9 Monaten dort draufgeklebt, auf das Glas. Ich mache es nicht weg, weil es ist so toll. Schön, herzlichen Dank. Und ganz jede Größe. Ja, also dann gibt es noch Fragen vom Publikum. Ja, ist nicht draußen beim Eingang so etwas zum Anschauen mit Preisen? Ja, genau, das ist so ein Portfolio oder einfach so ein kleiner Katalog, genau, mit, dass man eigentlich so ein bisschen eine Idee hat, ungefähr, was für Bilder vielleicht gibt und was das auch ungefähr kostet, so, das gibt es. Aber wir können jedes Bild, jede Größe, also wir haben jetzt da ein bisschen rumprobiert. Ja. Also, herzlichen Dank, Martin. Schön, vielen Dank.